dass es da wirklich pitschepatsche nass ist und dementsprechend auch sehr rutschig. Wir sehen, dass Lukas Stolz, das war anbremsen der Mercedes Arena sogar, wo er das Auto verloren hat. Da fliegt man normal nicht ab und da sehen wir wieder ein BMW M6 abfliegen von Walkenhorst, auch im Bereich Schonrein-Schikane. Da war eben schon der andere Walkenhorst BMW abgeflogen und jetzt auch noch die 36. Also alles andere als eine gute Startphase für die Walkenhorst-Truppe. Die 34 hat genau an dieser Stelle gestanden und jetzt die 36 auch.